Square Enix. Deck 9. Unreal Engine. I said for so long that I built a home. They tap at the windows and think they were bones. Lay hands on the bricks and I'd swear from inside I could feel it. Now here you are with your mind. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, beziehungsweise versuche ich das erstmal, da ich Ewigkeiten auch nicht mehr auf der PlayStation aufgenommen habe. Das war irgendwie zu Diablo-Zeiten und Genshin Impact-Zeiten und so. Ich habe auch tatsächlich eins der anderen Mikros, die ich habe, angeschlossen und ich habe ein bisschen die Angst, dass ich tatsächlich ein bisschen ja leise bin tatsächlich. In den Testaufnahmen, das werde ich dann im Nachhinein sehen und nehmt es mir nicht übel, wenn ich entweder zu leise oder zu laut oder keine Ahnung was bin. Das ist jetzt zum Glück ja kein krasses Action-Game, wo man nebenbei redet und irgendwie rumfightet oder sowas. Von daher, ja, Life is Strange, Double Exposure und ich bin super gespannt, wie das Ganze ist. Habe ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf gefreut tatsächlich und dachte erst Ende Oktober, habe durch Zufall gesehen, dass man auch einen Early Access kriegen kann, wenn man sich diese Ultimate-Version holt, die natürlich auch ein bisschen teurer ist, aber naja, das ist es in dem Fall wert und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Die ersten paar Minuten, so halbe Stunde peile ich an, werden wir schon mal reinschnuppern und dann werde ich mal gucken, wie das Ganze sich dann anhört hier mit dem neuen Mikro und ja, Musik ist natürlich schon mal wie immer cool, gibt wahrscheinlich gleich wieder einen ordentlichen Strike, also kein Strike in dem Sinne, aber naja, man darf es halt dann nicht monetarisieren, ne? Weil ein Großteil der Musik ist halt einfach auch lizenziert, ist halt geschützt und ja, damit soll man dann auch kein Geld machen, verständlicherweise, aber das ist auch nicht mein Ziel tatsächlich. Ja, es installiert, zeigt er mir gerade an, also ja, dann können wir ja starten. Ich drücke einfach mal, ne? Indem du Fortfahren auswählst, stimmst du unsere Nutzungsbedingungen zu. Ja, wie sich das gehört, haben wir die natürlich komplett gelesen und können ohne schlechtes Gewissen auf Fortfahren drücken. Dein Konto verlinken. Nee, das lassen wir mal. Helligkeit. Bewege den Schieberegler, bis das zweite Bild kaum sichtbar ist. Stelle sicher, dass dein Bildschirm korrekt eingestellt ist. Sieht bei mir hier ganz in Ordnung aus. Und jetzt fortfahren hier Optionstaste. Diese hier. Ah, sehr gut. Okay. Als erstes gucken wir mal in die Einstellung. Ich will mal schauen. Ich lasse einfach mal alles hier so, ne? Wie es erstmal ist, kann er. Aktiviert eine Anzeige nach wichtigen Entscheidungen, mit der du deine Entscheidung bestätigst. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay, wichtig finde ich tatsächlich eigentlich auch nur. Wie sieht es hier aus? Qualität, Performance. Lassen wir auf Qualität, Grafik, ne? HDR. Kann ich eh nicht machen, glaube ich. Ja, haben wir auf Qualität. Wir haben noch gar nichts geändert. Okay, dann gucken wir mal. Ich hoffe auch nicht, man hört den Controller so doll oder so. Wie gesagt, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr seit Ewigkeiten nicht mehr vor PS5 hier aufgenommen. Nehmt es mir nicht übel, wenn es noch nicht 100% stimmt, tontechnisch. Aber das ist auch erstmal ein Test einfach, ne? Ein Test zocken als mal ein anderes Let's Play an alle Reality-Games-Fans da draußen. Ja, wir machen natürlich mit Circus of Death auch weiter. Spätestens morgen wird die vorletzte oder wahrscheinlich letzte Folge der Episode rauskommen. Und hier ist die Lautstärke noch auf ganz oben, ne? Ich werde das erstmal so lassen und ja, dementsprechend, wenn ich zu leise bin oder wie auch immer, oder ja, wenn ich zu leise bin, dann muss ich die ein bisschen runterschrauben, ne? Egal, den Rest lasse ich einfach so extra, guck mal noch nicht rein. Und wir können übrigens auch bis Ende Oktober, bis das Spiel rauskommt, ich habe das Datum gerade nicht im Kopf, ist das der 29? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall Ende Oktober. Und, oder war es der 25? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und
Ja, wir können auch bis dahin tatsächlich nur Episode 1 und 2 spielen, was aber schon sehr cool ist auf jeden Fall. Ne? Das heißt, wir können hier schon mal mit beginnen und ich drücke einfach mal auf neues Spiel und gehe davon aus, dass wir ein Intro bekommen werden, nachdem wir unseren Slot ausgewählt haben. Ja. Oh, huch, was ist denn hier los? Ja. Und für alle, die noch nicht so viel wissen über das neue Life is Strange, ja, ihr seht's richtig, die Person kennen wir, das ist die gute Max aus dem ersten Teil, die werden wir wieder spielen und das hat die Vorfreude natürlich umso größer gemacht. Und was können wir hier jetzt machen? Ist es ein Outfit? Ach, das ist unser Outfit, okay, rot, das ist so ein bisschen bunt, ich würde gerne so blau nehmen. Lieblingsfarbe und so. Kätzchen ist natürlich auch nice. Ein Vogel und Free und Blau. Okay, nehmen wir das. Alles klar. Können wir da noch mehr mitmachen? Nee, ne? Wir können uns hier nur eins auswählen. Eins aussuchen. Ich zeig die nochmal alle kurz. Kätzchen ist nice. Aber ich würde sagen, wir nehmen das hier und gehen einfach mal auf Beginnen. Kapitel 1 Stillleben. Was zur Hölle? So viel kriminelle Energie steckt in dir, Miss Caulfield? Es gibt viel, was du noch nicht weißt. Echt jetzt, dein Ernst? Wie kommen wir daran vorbei, Max? Ich geb noch nicht auf. Lass mal sehen. Und wir können schon direkt spielen, das finde ich sehr nice. Nicht so ein langes Intro, aber wir merken sofort, die Musik ist jetzt schon wieder der Hammer und wir haben jetzt wahrscheinlich so eine kleine Einführung und ja, man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen und das ist die gute Max, nur ein wenig älter, voll cool, finde ich richtig geil und Naps Pub. Und was hier wichtig ist, natürlich in Life is Strange, ist einfach auch viel auf Details zu achten, zum Beispiel auf solche Dinger hier, das was vielleicht an den Wänden steht, was hier auf den Türen gemalt, gesprayt, wie auch immer wurde, dass hier eine Handpflanze anscheinend an der Wand ist, solche Dinge, ne? Davon lebt Life is Strange extrem von Details und dementsprechend, ja, darf man es auch niemanden wirklich krumm nehmen, wenn man das Spiel nicht einfach durchprügelt, also nicht einfach straight die Story durchgeht, einfach nichts anguckt. Dafür ist das Spiel einfach gar nicht gemacht tatsächlich und Eingang der Bowlingbahn. Können wir uns auf jeden Fall ansehen. Und man muss sich halt auch wirklich so viel es geht einfach ansehen. Stoked. Und sollte man auch machen. Was ist das für ein Vieh hier drauf? Follow your heart. Ja, nice. Okay. Wir gucken mal Eingang zur Bowlingbahn. Schauen wir uns mal an mit Dreieck. Ich gehe nicht, bis ich ein paar gute Fotos von dem Laden habe. Ah, deswegen sind die also da reingegangen. Das erklärt es schon mal. Und das Plakat nehmen wir natürlich auch mit. Wer auch immer Nepp ist, ich hoffe, es macht ihm nichts aus, dass ich in seiner Kneipe bin. Und falls doch, kann ich es hoffentlich mit ihm aufnehmen. Immer diese Nepps. Okay,
Strange, ja, das passt. Okay. Mehr können wir ja aber nicht angucken, ne? Und das ist immer hier, das sind immer diese kleinen Pünktchen, ne? Da können wir halt Sachen angucken oder halt interagieren. Alles klar, hier können wir sonst nichts weitermachen. Können wir schon mal ins Menü rein? Hauptziele, die Bowlingbahn betreten und wir haben den 4. Dezember, wird uns hier angezeigt. Und was haben wir da oben? Wir haben Nachrichten, da haben wir noch keine, weil wir auch keine Verbindung haben. Course Talk, was ist denn das? Keine Ahnung. Man wird auch wahrscheinlich wieder einiges zu lesen bekommen, ne? Das heißt, wir dürfen auch ordentlich, also ich darf ordentlich vorlesen. Nicht, dass ihr euch wundert und das würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Vorausgesetzt, wir ziehen das Let's Play hier durch und es scheitert nicht doch irgendwie am Mikro oder keine Ahnung was. Das hoffe ich natürlich nicht. Würde ich schon gern als LP einfach mal mitnehmen, damit wir auch mal wieder ein anderes Let's Play haben. Als tatsächlich die Reality Games Spiele, die ich ja natürlich auch nach wie vor sehr, sehr gerne mache, aber und was auch mein Hauptgenre ist, die Handy Reality Games, Story Games, Chat Messenger Games, aber sowas mal mitzunehmen, mache ich natürlich auch sehr gerne. Würde ich sehr gerne machen. Okay, ja, weil Stand jetzt ist es natürlich noch nicht hochgeladen, ne? Ich hoffe, das klappt alles. Okay, umgekipptes Regal. Untersuchen können wir sie angucken. Können wir nicht. Oh ja. Easy peasy. Bist Jawohl. Du dir sicher? Absolut. Bewege Kamera mit R. Ja. Hochheben, okay. Ich guck trotzdem nochmal ab, weil hier nicht jetzt noch irgendwas anderes. Nee. Okay, Aufgabe. Bowlingbahn betreten immer noch, okay. Ja, denn. Ihh, was war denn da? Warte noch. Los! Und auf geht's in den Schlund der Hölle. Oh, wir können antworten. Können wir weiter gucken? Nee, ne? Hölle passt. Es ist ungewöhnlich. Boah, keine Ahnung. Hölle, eigentlich sieht's doch ganz cool aus. Klar, es ist ein bisschen verranzt alles, ne? Aber so an sich könnte das echt cool sein da in dem Schuppen. Wir finden's mal cool. Komm, es ist unglaublich. Ich bin froh, dass du mir von dem Laden erzählt hast. Er ist unglaublich. So kann man's auch nennen. Ich hatte im Grundstudium eine Freundin, die von diesem Gebäude besessen war. Ist aber nie eingebrochen. Sie war eindeutig nicht so verrückt wie du. Verrückt ist eben genau mein Ding. Wenn ich ein zerfallenes Gebäude sehe, muss ich es einfach betreten. Was reizt dich so an leeren Häusern? Das Potenzial oder die Nutzlosigkeit? Ich denke, das Potenzial, oder? Ach, keine Ahnung. Verlassene Gebäude haben unendlich viel Potenzial. Überleg mal. Dadurch, dass wir es betreten, wird es zu etwas Neuem. Aber hallo, auf geht's zur Bar. Kein schlechtes Bild. Oh, lass mich schnell. Stopp! Was? Ich verändere einen Ort nur wirklich ungern. Er soll so aussehen, als hätte man ihn ganz der Natur überlassen. Claro. Hände weg. Und gibt es irgendwas, das ich tun darf? Hübsch aussehen oder mir einen Drink bringen. Nee, aber wenn sie uns einen Drink bringt, dann verändert sie doch auch was, oder? Also, schau doch einfach weiter nett aus. Sitz still und sieh hübsch aus. Die Mütze ist auch cool. Mach Fotos von deiner Umgebung. Ach. Okay, bei Life is Strange 1 war das noch ein bisschen anders. Wir können das Foto jetzt hier sogar ein bisschen mehr
selbst machen sozusagen, nicht einfach nur einen Klick und fertig. Halten, um rein zu zoomen, halten, um raus zu zoomen. Ach krass, okay. Eigentlich auch cool, ne, wenn hier das Schild so ein bisschen mit drauf ist. Keine Ahnung, ich bin schlecht bei sowas. Ist nicht zu nah, ne, aber ist so mittig hier, die Getränke, also Foto schießen. Und speichern. Also, wonach genau suchen wir? Abgesehen von wahllosem Müll, den wir fotografieren. Meine Fotoreihen haben meist einen Fokus. Etwas, an dem sich die ganze Reihe orientieren kann. Ich erkenne es, wenn ich sehe. Etwas Einsames. Das einsamste Ding, das du findest. Geklappers. Oh, das klingt übel irgendwie. Oh, besser nicht zu tief einatmen. Der Laden sieht aus, als wäre er zu 90% aus Asbest. Und jeder, der Life is Strange schon mal gespielt oder geschaut hat. Hey, meine Schmutzplitzen. dir das mal. Ja, wir gucken ja gleich. Jeder, der das schon mal gespielt hat oder gesehen hat, weiß, das wird hier nicht so bleiben. Ach, schnell. Ich glaube, das Ding lebt und hat Hunger. Ist ja gut, wir gucken uns erstmal um. Bullingbahn betreten haben wir, wir sollen sie jetzt fotografieren, okay? Nachdem wir natürlich weiter geguckt haben, Graffiti. Ah ja, Abraxas. Die kommen wirklich rum? Ja. Ach, wie cool. Also Max ist aktuell auf jeden Fall auf der Jagd nach, ja, so Lost Places, ne? Und das ist jetzt so eine Bowlingbahn, die schon sehr lange nicht mehr benutzt worden ist. Ich bin so froh, dass Safi mir diesen Ort gezeigt hat. Ja, auf jeden Fall. Hier ist sonst nichts. Wir gehen einfach erstmal rum hier, ne? Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Okay, viel ist hier noch nicht. Da ist aber was, guckt mal. Porträt. Ach, das sieht aber auch cool aus, ne? Hallo? Da. Ich würde gern die Künstlerin treffen. Besonders, falls das ein Selbstporträt ist. Okay. Boah, sieht schon nice aus. Fleck. Ja, wir sprechen gleich mit dir. Schnappschuss. Ach, guck mal. Sieht fast aus wie ein Gesicht. Das ist richtig. Und das sieht man wahrscheinlich eher, wenn man ein bisschen weiter hinten steht, oder? Ist ja eigentlich egal, wahrscheinlich. Wie alt ist dieser Laden gleich nochmal? Er stammt, glaube ich, aus den 60ern. Hat aber irgendwann dicht gemacht, vor einem Jahrzehnt oder so. Echt? Ein Jahrzehnt? Wohl eher ein Jahrhundert. Je kitschiger etwas ist, desto schneller verfällt es eben. Eine solide Theorie, dann erklär mir deine Jacke. Boah, schwierig. Wir wollen ja nicht nur rumblödeln, ne? Na komm. Vielleicht hast du recht. Ich bin ja auch nur Fotografiedozentin. Was weiß ich schon. Ja, ist echt so. Ich erzähl Mauses meine Theorie und hör mal, was er als Physiker dazu sagt. Und es ist eine sehr, sehr gute Freundschaft. Das spürt man jetzt schon. Eine sehr starke Bindung. Die verstehen sich super, aber ja. Oh nein! Da bin ich verklickt. Ich wollte noch ein bisschen ranzoomen. Weil ich natürlich nicht weiß, ob das hier irgendeinen Unterschied macht, ne? Guck mal, sie leuchtet da auch so ein bisschen. Wobei eigentlich ein bisschen weiter weg ist eigentlich. Ne, zu nah dran, dann erkennst du das Gesicht halt nicht mehr so doll. Deswegen würde ich gucken, so ein bisschen. Und vielleicht in dem Moment, wo die Taschenlampe auch passt. Ja, so ein bisschen weiter unten vielleicht. Sie leuchtet ja voll drauf. Ja, das ist cool. Yeah! Okay, speichern. Alles klar, was ist denn, wenn wir es jetzt untersuchen? Sieht fast aus wie ein Gesicht. Okay.
Ja, ich glaube, das sieht fast wie ein Gesicht aus. Alles klar, dann gucken wir sie nochmal an. Hallo, nicht wer. Oh, da ist auch noch was. Oder? Nee, das war der Fleck. Das war nur ein Fleck. Ey! Sag mal. Die hat das gehört. Kann man schneller laufen? Oh, hier ist aber. Oh. Drücke, um deine Ziele zu sehen. Ja, das haben wir schon gesehen. Ich will hier nur nichts verpassen. Ich will nichts verpassen. Graffiti. Heil Satan. Provokant. Bist du bereit, dem Herrn der Lügen zu dienen? Das ist nicht Belial? Menschen sind schlimm genug. Übernatürlich ist gruselig. Ja, Menschen sind schlimm genug. Ich halte nichts von Engeln oder Dämonen. Menschen sind schon von allein schlimm genug. Oh ja, aber sowas von. Natürlich nicht alle. Aber irgendwie, die Menschheit ist wirklich sehr merkwürdig. Ich sollte mich weiter umsehen. Der Ja. Laden hat viel verstecktes Potenzial für Ja. Fotos. Okay, haben wir aber alles, ne? Okay, dann gehen wir jetzt zu ihr. Ich hoffe, das klappt. Lauf nicht wieder weg. Ich versperre dir mal den Weg. Ansehen. Es freut mich, dass Safi Spaß hat. Wer will schon ein undankbares Publikum bei einem Einbruch? Eben. Warum grinst du so? Einfach so. Es freut mich, dass Ja. Safi Spaß hat. Wer will schon ein undankbares Und Publikum wir haben bei eben einem auch Einbruch? gesehen, da war die erste Entscheidung gerade bei dieser Antwort, wo wir mit den Menschen geantwortet haben, die auf Zeit war. Also ich musste schnell entscheiden. Sonst wäre irgendwie, ich glaube, dann passiert eine automatische Antwort. Und ja, das wollen wir natürlich nicht, beziehungsweise vermeiden. Okay, hier waren gerade noch ein paar Sachen. Ballablage. Mann, ich war nicht mehr bowlen, seit ich klein war. Bei Was? John Whittles 9. Geburtstag, glaube ich. Komischer Typ. Okay. Die Party ging Etwas, klar. das dich zum Anfang zurückbringt. Stell dir das nur vor. Ja, wenn es sowas geben würde, ne? Wenn es sowas geben würde, das wäre schon krass. Ich will unbedingt noch mehr Fotos schießen. Ja. Wenn ich es einfach ignoriere, springt vielleicht nichts heraus. Gut, dann lassen wir das mal mit dem angucken. Ist hier auf der Seite noch irgendwas? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Das dürfte alles gewesen sein. Drücke und halte R2, um dich schneller zu bewegen. Ach, guck mal, das habe ich gesucht. Das ist gut. Okay. Ich gehe trotzdem nochmal in diese Richtung. Wahrscheinlich ist das gleich blockiert. Oder können wir hier bis zum Ende durchgehen? Nee, hier ist blockiert. Okay. Hier auch. Gut, ist halt auch, liegt halt auch ein bisschen was auf dem Boden. Okay, dann gehen wir mal zur Bahn. Untersuchen. Die wurden schon eine Weile nicht mehr geölt. Ja. Let's go. Wow. Es ist so viel sauberer hier, als es online aussah. Es gibt Fotos? Ja. Auf der alten Website sind ein paar. Wer wohl die Hostinggebühr dafür bezahlt? Jemand, der Kitsch liebt. Und Staub. Boah, das finde ich schwierig jetzt. Vielleicht nicht ganz zu weit weg. Nur so ein bisschen die Dosen hier noch mitnehmen, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwas ausmacht, wie wir das Foto schießen, ne? Oder ob das einfach so ein bisschen für uns selbst ist, wahrscheinlich. Ja, komm. Sieht doch wunderschön aus, okay. Schon eine Ahnung, was dein Fokus sein soll? Nö. Noch nicht. Aber ich erkenn's, wenn ich sehe. Plane runterziehen? Ist die nächste Aufgabe.
Die wurden schon eine Weile nicht mehr gehört. Ja, okay, das hatten wir schon. Ich denke immer manchmal, wenn wir schon was gemacht haben, dass sie vielleicht dann was anderes sagt. Deswegen klicke ich da manchmal auch nochmal drauf. Ja. Ja, okay, welche Plane? Ich habe keinen Plan. Okay, ach, guck mal. Gut, dass das Gebäude nicht auf dem Campus ist. Meine Ma hätte es sonst auf jeden Fall längst abreißen lassen. Ja, Glück gehabt. Neues Gebäude für Poesie. Glück gehabt. So ein Mist. Etwas muss doch nicht nützlich sein, um bewahrt zu werden. Na, du kennst ja meine Ma. Wohltätigkeit kann sie einfach nicht ab. Finde ich eine gute Einstellung. Es kann doch einfach mal irgendwas... Ja, einfach nur da sein, ne? Das sieht cool aus. Okay. Plane. Da ist die Plane. Als hier alles dicht gemacht wurde, mussten sie geglaubt haben, dass etwas hier es wert ist, bewahrt zu werden. Das könnte sein. Es freut mich, dass Safi Spaß hat. Okay, das ist immer das Gleiche. Ein undankbares Publikum bei einem Einbruch. Ja, dann würde ich sagen, planen wir mal, die Plane runterzuziehen. Oh, was kommt jetzt? So viel dazu, einen Ort nie zu verändern. Verdammt! Ich wette, das war im richtigen Licht umwerfend. Oh, shit. Das ist es also? Hm? Der Fokus, den du suchst, oder? Das einsamste Etwas oder so. Es strahlt so viel Schönheit aus. Und jetzt sieht das niemand mehr an. Doch nun sind wir hier. Sowas in der Art. Aber der Winkel gefällt mir noch nicht ganz. Dort. Hilfst du mir hochzukommen? Bin dabei, Boss. Jawohl. Sieht aber cool aus, ne? Okay, einen Weg nach oben finden. Können wir das hier angucken von hier? Können wir, glaube ich. Es müssen Pünktchen. Da. Mobile. Das ist es. Das ist mein Foto. Jawohl. Hier ist auch noch was. Man kann so schnell was übersehen, ne? Drücke, um dein Hauptziel zu sehen. Ach, okay, das können wir auch hier anzeigen lassen. Ach, wie cool. Maskottchen. Das können wir nicht fotografieren. Ich sag ja, das hier ist die Hölle. Sieh mal. Ein Teufel. Oh, wie süß. Sieht aus wie ein billig M&M. Echt? Ich finde, das sieht aus wie Mr. Peanut auf Drogen. Voll gruselig. Sag mal, meinst du, wir können es vielleicht mitnehmen? Was? Du willst das klauen? Ja, warum nicht? Mal ehrlich, wer wird es schon vermissen? Kannst du nicht was klauen, das sich nicht an den Tränen verwaister Kinder labt? Egal. Spielt eh keine Rolle. Das ist viel zu schwer, als dass wir zwei es schleppen könnten. Aber nimm den noch so klein mit. Ja, nehmen, guck mal. Da gibt's doch diese kleinen. Habe ich doch. Hatte ich doch richtig gerade gesehen. Schauen wir trotzdem erstmal an. Oh, hey, mein eigener Mr. Peanut auf Druck. Ja. Na also. Na denn? Wer kann da schon widerstehen? Oh, der quietscht. Ich will auch so einen. Ein Mr. Peanut.
Alles klar, hat sich gelohnt, das anzugucken. Hier sind auch noch ein paar Sachen. Gehirnschädel. Verstehe ich. Manchmal fühlt es sich an, als würde irgendwer mein Hirn löffeln. Oh ja, das kennen viele. Da ist noch ein Stuhl. Beziehungsweise die Treppe können wir uns angucken. Nein, danke. Ich brauche meine Knöchel noch. Das wäre ganz gut. Okay, dann... Und klettern. Das, was an Bowling niemand leiden kann. Was denn? Irgendwann habe ich vielleicht auch so viele Schuhe. Ja. Es sieht so aus, als hätte jemand das benutzt, um die Stufen zu umgehen. Mhm. Interessant. Schnappschuss. Zum Verkauf Bowlingschuhe. Extrem abgenutzt. Schuhe? Sind Schuhe einsam? Super einsam. Ohne Füße. Auf dem allerersten Foto, das deine Mutter von mir gesehen hat, waren Schuhe. Oh mein Gott. Die Caledon-Residenzkünstlerin für dieses Jahr hat meiner Ma Fußbilder geschickt. Und ob? Wie gemein. Und ob? Klar. Deine Mutter hat wohl ein paar Geheimnisse vor dir, Saf. Ich kotz gleich. Es war ein Foto eines chaotischen Kleiderschranks in der Bruchbude. Jemand hatte all seine Schuhe stehen lassen. Deine Mama hat's geliebt. Wie heuchlerisch von ihr. Mein Kleiderschrank dürfte nie auch nur ein bisschen chaotisch sein. Ja, die Gespräche sind cool. Ja. So ein bisschen... Bisschen schräg mal, ne? Das, also, dass man das Maskottchen noch sehen kann, nicht zu viel von dem Boden. Ja, ist egal. Guckel der Profi-Fotograf. Komm. Haben wir mitgenommen. Sehr nice. Da war aber auch noch was anderes. Und klettern müssen wir ja anscheinend hier. Dann gucken wir uns nochmal das hier an. Anschlagtafel. Setze auf One Half Full Big Lighter als Gewinner. Das kennen wir aus den anderen Teilen. Schön, dass es auch wieder dabei ist. Lesen. Dienstags LGBT Bowling Liga. 12. April Violet Femmes vs. Head in the Gutter. 19. April Cooper's Donuts vs. One Half Full Big Lighter. 26. April Free Ballin' vs. Fuffy Was Censored. 3. Mai Turnier. Okay, nächste. Oh Mann. Ich komme 9 Jahre zu spät für Gratis-Pizza. Studentenabend, donnerstags in der Nebula. Bowlen zum halben Preis. Gratis ein Stück Pizza. Gratis ein kleiner Softdrink mit gültigem Kale-Down-Studentenausweis. Alles klar. Schön, wenn man auch immer so viel lesen kann und so. Ich mag das. Ruhmeshalle. Ich habe noch nie mehr als 180 Punkte geschafft. Gut gemacht, Doug. Perfekte Punktzahl, Doug Vanderbeen. Oh. Oh. Oh, Doug, nein. Das war wohl nicht die volle Punktzahl da. Da ist eine Ruhmeshalle. Okay, noch mehr hier? Nee, ne? Hier können wir nicht reingehen. Sieht nicht so aus. Dann. Da ist noch was. Kaugummiautomat. Hat Kaugummi ein Ablaufdatum? Keine Ahnung. Nebula Snacks. Hamburger, Cheeseburger, Hotdogs, Fries, Onion Rings oder Onion, Chips, Pickel, Soda, Tee, Ice Cream, Crack. Ich guck grad mal was. Nee. Dachte, vielleicht können die Buchstaben irgendwas sagen, aber die sind nicht so, also die farbigen hier. Kostenlose Umarmungen. Nein, danke. Was? Also sowas? Hier, Greifautomat.
Ist das die Ergreifung der Produktionsmittel? Da können wir kein Foto machen. Ich glaube, dann haben wir ja alles, ne? Dann würde ich sagen, klettern wir nochmal hoch. Ja, ist ja gut. Dann klettern wir einmal. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich habe gerade auf mein Handy geguckt nebenbei. Okay, let's go. Vorsicht. Alles okay? Verdammt! Ja, alles gut. Das war echt knapp. Darum brauchst du eine Assistentin, falls du auf dem Eis landest und dir jemand den Arsch retten muss. Mach dein Foto, ich finde einen neuen Weg für dich. Aber da kann man doch runterjumpen, oder? Bewaffnet und bereit finden wir das Foto. Ja, das geht doch eigentlich. Na, egal. Alles klar, Nebula. Das lasse ich lieber. Ich tue einfach so, als hätte ich das nicht gehört. Was? Keine Ahnung. Was? Ich sagte, bitte um deine... Was? Ich sagte... Hast du mich doch, oder? Schön. Ich sehe mich weiter um. Ja, mach das mal. Und wir auch. Nebula. Das sieht auch cool aus, boah. Queen Bee. Okay, dann gucken wir hier. Karussellpferd. Wo steht, dass ein Karussellpferd nicht bowlen kann? Tja, nirgendwo. Show me your love. Bowling Tournament, Bowlrama. Kiffende Gartenzwerge. Die kiffenden Gartenzwerge geben dem Laden das gewisse Etwas. Auf jeden Fall. Okay, hier ist sonst nur die Tür, ne? Guck mal, da hinten. Die Wand. Von hier oben erwische ich sicher einen guten Winkel. Wenn mein Eyeliner doch nur so aussehe. Und meine Haare. Och, sieht doch gut aus, Mensch. Die Grafik ist auch, man merkt, die hat auch einen ordentlichen Sprung gemacht, was sehr, sehr cool ist. Aber trotzdem ist dieser Stil immer noch so ein bisschen beibehalten, ne? Der ist nicht verloren gegangen. Erstmal gucken. Ich glaube, das ist der richtige Raum. Das könnte sein. Öffnen. Boah, nice. Kaputte Bowlingkugel. Ich wollte schon immer wissen, was in Bowlingkugeln drin ist. Wie es aussieht, bloß mehr Bowlingkugel. Das ist tatsächlich eine gute Frage, ne? Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Happy, ja, das war wohl mal... Das ist so ein schäbiges Banner, ja. Ob der Geburtstagsraum damals weniger furchteinflößend war als heute? Strange steht da wieder. Hier haben ein paar gesoffen. Hier ist noch was. Da ist wieder ein Maskottchen. Können wir auch wieder angucken. Bist du hier, weil ich eines deiner Kinder entführt habe? Hat mich ein übler Fluch getroffen? Wahrscheinlich. Ganz schön scheiße, die einfach so hier rumliegen zu lassen. Tja. Das ist der zweitgrößte Affen-DJ, den ich je gesehen habe. Okay, mehr ist hier jetzt aber auch nicht. Dann würde ich sagen... Ja. Nice. Schnappschuss. Den nehmen wir noch mit. Ja. Boah, keine Ahnung. Nee, das ist zu weit. Das ist vielleicht zu nah. Ist schon das Bild so ausfüllt, aber...
Ja, komm. Ist doch schick. Wow. Transportservice? Der Laden hat Klasse. Nicht vergessen, dem Chauffeur ein Trinkgeld zu geben. Hast du dein Foto? Verschwinden wir aus dieser Todesfalle. Okay. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich muss jetzt tatsächlich den Cut auch machen und habe jetzt schon wieder ein bisschen länger, als ich eigentlich wollte. Aber, ja, bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Fängt schon spannend an. Oh, da ist Hotdog Man drauf, ne? Sehr nice. Okay, ja, bin natürlich super gespannt, wie es weitergeht und natürlich, was hier alles noch passieren wird. Ist natürlich nur die Einführung. Ja, aber ich sag schon mal vielen Dank für alle, die hier reinschauen oder noch reinschauen werden. Und könnt ihr gerne mal schreiben, ob wir das durchziehen sollen, das LP, oder doch lassen sollen, sozusagen. Ich bin erstmal gespannt, wie das Ganze dann klingt, wenn ich mir das im Video gleich angucken werde. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Folge wieder. Vielen, vielen Dank. Bis dahin.